Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ich war gerade eben noch kurz bei der Bank und habe ungefähr 11.000 abgebucht und wie ihr seht, ich habe 16.000. So, Christina, du siehst aus, ja gut, ein bisschen aus wie Christina, nicht ganz so hübsch, aber ist okay. Ich klick mal drauf. Gehst zu einer Frau und klickst sie einmal an. Ich wollte mich nur erinnern. Ich glaube, das kommt nicht so gut an, oder? Glaub nicht. Ah, ich muss ihr folgen. Christina, bleib stehen. Ich denke mal, wir werden sie am Ende der Geschichte finden. Sie heiraten und Kinder zeugen. Kleine Ezias. Danke fürs Kommen. Natürlich, natürlich. Sag mir, was kann ich tun? Die Leichen meiner Familie. Ich kann sie nicht einfach so am Galgen hängen lassen. Sie brauchen die Sterbesakramente, damit ihre Seelen Ruhe finden. Verstanden. Ich folge dir, Ezio. Ah, da sind wir angekommen. Für Federico, Giovanni und Petruzio Auditore ein angemessenes Begräbnis bereiten. Anschließen. So redet man mit seiner Frau, und das war übrigens Steam. Anschließen. Wenn ihr irgendwohin mit eurer Frau gehen wollt, sagt ihr anschließen. Und dann soll sie sich euch anschließen. So, wir müssen uns hier den Weg bahnen, ohne anscheinend von den Wachen erwischt zu werden. Springen dürfen wir nicht, weil sie höchstwahrscheinlich klettern kann. Weil das Ganze ein bisschen zu einfach dann wäre. Das sieht doch gut aus. Da sind wir schon. So, wir müssen gleich unbedingt Rüstung kaufen. Mir nach. Sie wurden bereits abgeschnitten. Was sollen wir jetzt tun? Du versteckst dich. Ich werde mich kurz mit der Wache dort unterhalten. Vielleicht schon unterhalten. Pack dich auch gleich. Wo sind die Leichen, die hier hingen? Die wurden schon abgeholt. Wohin? Sagt mir, wo sie sind. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie wollten zum Fluss und sie dort versenken. Das ist aber nicht so nett. Nein. Tun wir es. Christina, komm mit mir. Wieso soll ich sie denn mitnehmen? Sie hält dich auf. Die Leichen deines Vaters wird gleich im Fluss versenkt und du nimmst eine Frau mit, die nicht klettern kann. Was hast du vor? Es gibt nur das eine. Sie umbringen. Nein, tu das nicht. Sie haben nichts getan. Sie folgen Befehlen, ohne zu fragen. Das macht sie... Ezio! Na gut. Ich schleiche mich von hinten an. Hole meine Familie, einen nach dem anderen, und bringe sie zum Fluss. Sei vorsichtig. Och Mann, ich will aber Leichen töten. Wachen töten. Ach... Wisst ihr, Freunde, das bringen euch Frauen ein. Aber wenn ich sie verprügel, töte ich sie doch gar nicht. So, das ist der Kleine. Das ist der Kleine, sage ich. Da. Die Wachen werden das nicht mal merken. Die kommen ja noch nicht mal zurück. Die blinken da aber vor sich hin, ganz fröhlich. Und bevor sie wiederkommen, mache ich einfach einen auf den hier. Zack. Ach. Sie haben meine Liste durchschaut. Die Entwickler sind nicht blöd. Ach Mann. Jetzt habe ich Zeit verschwendet. Aber noch sind sie nicht da, noch sind sie nicht da, alles gut. Oh, siehst mich nicht, ich war nie da. Und die Leichen waren auch nie da. Oh Gott, beeil dich! Häng doch nicht überall fest.
Ich muss die Stadt verlassen. Christina, begleite mich, bitte. Ich würde... Aber ich kann nicht. Meine Familie. So sind wir immer zusammen, Christina. Ezio. So. Viel hübscher als Lucy, ne? Finde ich auch. So, so, so. Christine, ja. Es muss ja einen Grund geben, warum wir uns an sie erinnern. Ich denke mal schon, dass wir sie am Ende treffen. Was soll das denn sonst? Einfach nur so just for fun? Hey, guck mal, hey, deine verflossene Liebe, ist das nicht toll? Ich kann es mir nicht sonst vorstellen. Da gibt es sonst keinen Sinn. So, können wir bei der Bank noch ein paar Dollars abheben? Nö. Noch keine 20 Minuten vergangen. Na gut, genau, Santa Maria, der hast du nicht gesehen. Ich denke mal, das ist das Viech. Oben ist eine Wache. Und das ist die Santa Maria wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Hellseher. Bei mir sind so viele Gebäude, das Zeichen zu finden könnte echt schwer sein. Habe ich da gerade was leuchten sehen? Achso, die Dinger wahrscheinlich, ne? Das ist die Santa Maria. Um die geht es hier doch eigentlich. Okay, wir machen das mal von hier unten aus. Nur einmal gucken, ne? Nur einmal gucken. Nicht anfassen. Also so sehe ich noch nichts. Aber es kann ja überall sein. Oh, der Mond sieht cool aus. Oh. Könnte überall sein, Freunde. Könnte überall sein. Aber es ist beim Turm. Wie schon 50 Mal zuvor. Dann klettern wir da fix mal hoch und dann haben wir wieder ein Rätsel zu lösen, das wahrscheinlich so assig schwer sein wird, dass ich davon träumen werde, das Ding zu lösen. Okay, mal gucken. So, Gehirn, schalte dich an. Jetzt geht's los. Oh. Vor allem, die werden ja auch nicht leichter. Und die sind schon so schwer. Laden. 90 Cent Input fehlen. Output irreführend. Abschalten. Abschalten. Abschalter tief. Gefangen. Laden. Zugriff verweigert. Oh nein, nicht Bilderrätsel, bitte nicht. Wichtige Männer befreundeten sich mit Russland an. Nee, freundeten sich mit Russland an. Als der eiserne Vorhang weggeblasen wurde. Aber der einflussreichste Genosse kam nicht ins Scheinwerferlicht. Musiknoten, was, warum auch immer. Huch. War nicht irgendwas Grünes gerade? Wieder Musiknoten. Die Uhr ist es nicht. Mal sehen. Aber der einflussreichste Genosse.
Einflussreichste Genosse. Ja, Bill Clinton oder was? Nö. Warte. Wichtige Männer freundeten sich mit Russland an, als der eiserne Vorhang weggeblasen wurde. Hier freunden sich doch welche an, aber ich weiß nicht, ob das Russland ist. Also ich nehme an, dass es hier irgendwo sein muss. Weil das ist das größte Scheißbild, ich sehe. Die Bäume können es nicht sein. Da. Wie war das nochmal? Gorbatschow, genau. So. Das sind die zwei, die sich anfreundeten. Und der Einflussreichste. Muss ja irgendein Symbol zu finden sein. Warum muss das immer so schwer sein? Wieso kann es nicht mal ein bisschen leichter werden? Oh, ich mag ja Rätsel, ne? Ich mag ja Rätsel. Aber irgendwo ist auch genug. Irgendwo ist genug Rätsel. Ich weiß nicht, ich hab so das Gefühl, dass es hier drin ist irgendwo. Weggeblasen. Ist komisch. Vielleicht hat 16 die Formulierung nicht ohne Grund gewählt. Und was mit dem Ende? Ich sehe keine Lichter in den Bildern. Vielleicht ist es nicht wörtlich gemeint. Also, du gibst mir auch keine guten Tipps, Scheinwerfer. Wurde weggeblasen. Na, der Baum wurde anscheinend weggeblasen. Ein geheimes Treffen wird, denn hast du nicht gesehen, einberufen. Gorbatschow wird zum Führer Russlands. Ich sehe hier ehrlich gesagt nichts. Nirgendwo. Och Mann, Ubisoft. Bitte. Nicht so schwer. Der wichtigste Genosse. Ja, wer ist denn der wichtigste Genosse? Hier der Stift oder was? Der US-Kongress bewilligt eine Hilfe von 2,5 Milliarden für Jelzin, nachdem er das Parlament aufgelöst hat. Lacht da Bill Clinton? Wieso lacht er? Ist so wegen dem Typen hier wahrscheinlich. Ich sehe hier nur Musiknoten. A ist gleich A. Das ist aber bestimmt nicht, oder? Suchen uns Symbolen. Die russische Wirtschaft wird einer Elite von, hast du dich gesehen, geöffnet. Privaten Firmen, aha. Weggeblasen ist komisch. Vielleicht hat 16 die Formulierung nicht ohne Grund gewählt. Und was mit dem Ende? Ich sehe keine Lichter in den Bildern, vielleicht... Ist es nicht wörtlich gemeint? Ja, selbst wenn nichts wörtlich genannt worden ist. Was heißt das denn? Dude, hilf mir! Du bist doch nicht umsonst da. So, ich habe jetzt alle Bilder penibel angeguckt. Irgendwo reicht's auch. Irgendwo reicht's auch. Ich weiß, ich gebe diesen Rätseln plötzlich so oft auf. Aber es reicht mir. Es reicht mir. Ich sehe da einfach nichts. Ich sehe da einfach nichts. Da wird gegoogelt. Da googelt der Zero. Die kleine Miese. So. Das war Cluster 6, ne? So. Easy Guide. Heute machen wir es uns easy. Beobachtungsrätsel. Bitte was? Der Kameramann. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Ist nicht dein Ernst, ey. Ist nicht dein Ernst. So, kommen wir zu unserem Lieblingsrätsel.
34,9. Und dann müssen wir die 5 raussuchen. Die 5 ist mal wieder nix. Ach, das ist schön. Mal sehen. 0, 9, 13. 0 plus 9 sind 9. Plus 4 sind 13. Plus 9 sind 21. Kommt nicht hin. Und wieso ist da zweimal die 42 drin? Wieso ist da zweimal die 42 drin? Kann mir das einer verraten? Was haben wir denn hier so zur Verfügung? Wir haben die 20, die 33, die 42 und die 6. Ich fühle mich so übelst verarscht von diesem Spiel. Ey. Okay, 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 pass auf. Plus 9. Plus 4. Minus 7. Plus 9. Nein, das ist nicht mal eine Dauerschleife. Und da ist wieder plus 5. Ah. Okay. Aber wir haben schon festgestellt, es geht aufwärts. Die Zahlen gehen aufwärts, das heißt, die 5 muss die 6 sein. So. Dann gehen wir mal mit der 20 auf die 4. Hier ist keine 20. Oh nein, okay, das heißt, eigentlich muss das die 20, okay, dann muss das hier 20 sein. Dann muss das hier 20 sein, weil die 4 muss 20 sein. So, dann ist nämlich die 6 die 27. Bam. So, dann gehen wir mit der 13 auf die 7. Dann haben wir bei der 1 eine Zahl, die wir nicht kennen. Schön. Schön, schön, schön. Okay. Überspringen wir die mal kurz und gehen auf die 8. Das heißt, bei der 2 muss eine 33 sein. Und somit wissen wir, dass das hier 33 ist. Ach, verdammt. Okay, okay, wissen wir nicht, okay. Die 33 muss auf die 2. Kann eigentlich nur da sein. Nur da kann die 33 sein. Das heißt, bei der 8 muss die 13 sein. Bam. Was bist dann mal du? Da, 33. Ich wusste es. Wieso habe ich die 33 nicht gesehen? Laden. Okay, Mr. Yeltsin. Ich schreibe diesen Brief, um Sie dazu zu ermutigen, zur Tat zu schreiten. Man bekommt nicht oft eine solche Gelegenheit, Gorbatschow. Was? Also... Ich habe zu schnell gelesen. Man bekommt nicht oft eine solche Gelegenheit. Gorbatschow hat nicht unsere Interessen im Sinn. Er betreibt die Privatisierung viel zu langsam und ich befürchte, dass sie überhaupt nicht durchführen will. Ich weiß, dass Sie ähnliche Bedenken geäußert haben. In diesem Sinne mache ich Ihnen ein Angebot, um die Situation zu bereinigen. Viele meiner Top-Berater in der Firma verfügen über eine monetäre Verbindung zu den Kommunisten der alten Garde. Sie sagen mir, dass leicht ein Aufstand angezettelt werden. Es könnte leicht ein Aufstand aufgezettelt werden, während Gorbatschow abwesend ist. Wenn Sie einen Versuch, das Parlament zu übernehmen, vor den Augen der Medien niederschlagen könnten, könnte das die Machenschaften sehr wohl zu Ihren Gunsten verändern. Rufen Sie mich in der Nummer 10 an, wenn wir uns weiter darüber unterhalten sollten. Okay, wenn wir diesen Text am Anfang gehabt hätten, vor dem Bilderrätsel, dann hätte ich gesagt, okay, bei den Medien müssen wir nachgucken. Aber so nicht. Laden. Oh Gott, was ist das denn? Achso, Tonaufzeichnung. Das kriege ich autorisieren. Wir nehmen einmal den hier. Wobei, nee, ich glaube, das geht nicht. Den müssen wir nehmen, den nehmen wir ab. Nee, das ist falsch. Okay, dann wird es der nicht sein. Es sei denn, ich nehme den hier. Warte, den hier. Und dann den hier.
Und dann den hier. Und dann den hier. Ich glaube, das wird zu einfach. Das war schon mal nicht schlecht. Wir müssen runtergehen mit dem Ding. Aber es gibt nicht so viel runter. Das heißt, wir tauschen die hier mal ein und gehen runter. Ja, fast. Fast, fast. Ah, ist das ärgerlich. Okay, wir fangen wieder von vorne an. So, wir nehmen mal den hier und den hier. Und dann negieren wir das Ganze. Weil rechts kommen wir nicht so weit runter. Das ist ja schön und gut. So, nehmen wir den hier und den hier. Das ist echt bitter. Das ist echt nicht leicht. Okay, okay, okay. Wir beruhigen uns mal kurz. Das ist total falsch, das wissen wir schon mal. Ich sehe hier drei Leute, die runtergehen, ne? Vielleicht ist das doch gar nicht so falsch. Oh, da warst du gerade. Sehr nice, sehr nice. Alpha Bank, ich rufe an im Auftrag von British Petroleum. Ja, wir haben Ihren Anruf erwartet. Wie Sie wissen, sind wir sehr daran interessiert, Zidanka Oil zu kaufen. Und wie Sie wissen, ist dazu eine Fusion mit unserer Bank erforderlich. Das sollte kein Problem sein. Waren Sie überrascht über den niedrigen Preis? Ein wenig. Sie wissen, dass wir das Volk zahlen lassen. Die Regierung gab uns ihre Steuergelder, um all die Firmen zu kaufen. Wir möchten so schnell es geht da rausfliegen und die Einzelheiten besprechen. Donnerstag ginge. Gut. Danke für Ihre Zeit. Do svedania. Abstergo Industries? Ich rufe im Auftrag von BP an. Wir fliegen nächste Woche nach Russland, um den Deal abzuschließen. Unsere neuen Kapitalistenfreunde da haben reagiert wie erwartet. Ich sag Bescheid. Danke. Oha. BP Laden. Ist auch mit betroffen. Ich werde da nie wieder tanken gehen. Gibt's überhaupt in Deutschland? Obwohl diese Figur einen Reiter symbolisiert, entlarven ihn seine eigenwilligen Aktionen als Fälschung. Reiter. Ich hab nicht viele Reiter. Laden. Quarantänezone. Ach, mein Lieblingsspiel. Ich hatte Hoffnung, dass ich beim ersten Mal hinkriege. Bam! In your face, Rätsel! Ich weiß, das Rätsel hat kein Gesicht, aber ihr wisst, wie ich das meine. In. Okay, was haben wir jetzt? Das Wunder liegt in... Genau. Wieso werde ich angegriffen? Ich habe dir nichts getan. So, das hätten wir geschafft. Ich würde sagen, wir bringen noch den Kollegen um, der gerade irgendwie runtergesprungen ist. Wo ist der hin? So, und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein! Moment. 20 Minuten sind um. Bam! Euer Zero, tschüss!